Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, erst einmal, danke, dass du eingeschaltet hast, freut mich sehr, dich hier zu begrüßen. Freunde, ganz kurz, nur ein kleiner Prozentsatz von den Leuten, die meine Videos schauen, haben auch abonniert. Also, wenn du noch nicht abonniert haben solltest, ich lade dich herzlich ein, ein Abo dazulassen, es würde mich sehr freuen. Es ist kostenlos, du kannst immer deine Meinung ändern, wenn es dir zu viel wird, und das supportet den Kanal wirklich extrem. Von daher, würde es mich sehr freuen. Ansonsten haben wir jetzt Makarov Komplex 2 mit Musikvideo, was wir uns noch anhören werden von El Capital. Und das Ganze ist auch wieder in 4K. Das letzte Musikvideo war ja schon ganz krass, was ich auch sehr, sehr gefühlt habe. Und der letzte Song allgemein war für mich einsam an der Spitze auch neuer Step irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand es sehr ehrlich, sehr schön und sehr angenehm. Und auch das Musikvideo hat neue Maßstäbe, finde ich, gesetzt. Jetzt nicht vielleicht allgemein im Deutschrap, aber für Capital selber und auch von den Ansprüchen selbst kam es mir sehr, sehr ehrlich und gut rüber. Deswegen freue ich mich jetzt hier drauf. Makarov Komplex 2. Ich bin sehr gespannt. Vorne Link zum Original wie immer in der Beschreibung. Wir hören rein. Let's go. Die nachfolgenden Szenen dienen ausschließlich dem Zweck der Unterhaltung. Capital Bra distanziert sich von Capital Bra. Jeglicher Form der Gewaltdrogen. Verherrlichung. Die Idee zur Visualisierung stammt von Heiko Hammer. Heiko Hammer, Ehrenbruder, Freunde. Heiko Hammer ist mein Lieblingshammer. Wenn ich in die Werkzeugkasse reingreife, Freunde, dann entweder Jakob Sege oder Heiko Hammer, aber ich greife eigentlich immer Heiko Hammer. Er meint, der Bratan muss auch mal auf die Kacke hauen. Sympathisch, sympathischer Einstieg. Sympathischer Einstieg. Weiß Bescheid. Berlin lebt bra. Ehren. Ja, ja, bra. Kann ich das zeigen alles? Werde ich merken. Was geht da, bra? Berlin lebt, ihr Bad. Muss ich wieder, sieht jetzt schon wieder echt heftig aus, Mann. Du weißt Bescheid. Einfach Kinofilm drehen, oder was? Okay. Ich hab Packs in der Hauptstraße, Kripos auf der Hauptstraße, die ich auslache, weil ich aufpasse. Ey, ich fühl den Beat gerade am meisten gefühlt und auch dieses Feeling. Es sieht wirklich aus wie, wie in so einem Kinofilm, so eine Szene, wenn irgendwie der Soundtrack gespielt wird und die Leute da zum Soundtrack, jetzt kein Musical, aber wisst ihr, was ich meine so? Es ist wirklich eine krasse Qualität auch wieder bei diesem Musikvideo. Simple, in Anführungsstrichen, Drehorte, ja. Beim letzten Mal war das ganz krass, aber es ist wirklich nochmal ein Step nach oben. Bauchtasche, Kripos auf der Hauptstraße, die ich auslache, weil ich aufpasse. Ich bin auf Nase, gib mir aus dem Weg, bevor ich auslasse. Yalla, weg, weg, Kapital ist weg. Wer will mich als Feind haben, Schüsse aus dem Leib. Ich bin zugeguckt mit Noten im Hotel. Davon distanziere ich mich natürlich vollkommen. Lass mir einblasen, du musst mit einer Note einschlafen. Der Bruder hier ist drauf. Gucci Capitiv, Boxerschnitt ist auf. Ey, das ist halt gut textlich. Es ist jetzt nicht kein Mozart hier, Freunde. Ist jetzt hier nicht Mozart, der uns hier seine 8. Symphonie vorspielt. Aber, ich mach mal ganz kurz der. Danke. Aber es ist so wieder das Aggressive. Auch der Beat schallert rein. Diese Szene mit diesem Feuer. Es ist der Aggressive wieder, der mit dem ich kuscheln möchte. Das ist der Capital, mit dem ich kuscheln möchte. Genau der ist es. Der Bruder hier ist drauf. Gucci Capitiv, Boxerschnitt ist auf. Und ich ficke diese scheiß Nazis. Das Einzige, was Kapi ficken kann, sind zwei Kapis. Das Einzige, was was? Scheiß Nazis. Das Einzige, was Kapi ficken kann, sind zwei Kapis. Das Einzige, was Kapi ficken kann, sind zwei Kapis. Denk mal drüber nach, Freunde. Ey, da habe ich ein bisschen Gänsehaut, wenn er das sagt irgendwie. Das hat schon Feeling. Es ist natürlich noch größer, pompöser auf der Beat. Der Beat ist eine 1+. Der Beat ist einfach eine 1+, finde ich. Es geht krass nach vorne. Es ist nicht dieses, wenn ich an den älteren Capital denke, denke ich immer direkt an, es geht ums Geschäft, sowas. Boah, habe ich geliebt. Und das ist jetzt halt nochmal so ein Step-Up, nochmal pompöser irgendwie. Aber trotzdem gut irgendwie, also besser als Lalalalelele auf jeden Fall. Kapital ist weg, Kapital, das ist Makarov Komplex. GTS-Pets, mein
geht der S-Class. Stark. Kapital ist back. Kapital, das ist Makarov-Komplex. Ja, Bratte. Und am Schatt die Tatwaffe. Ich komm in die Sparkasse mit ner Gasmaske. Ey, ganz kurzer Real Talk. Ich habe jetzt schon 2 oder 3 Leute gesehen, die einkaufen waren mit einer Gasmaske, Bruder. Aber auch so selbstverständlich. Ohne, manchmal, wenn man irgendwie, man hat so einen dicken Fleck auf dem T-Shirt oder irgendwas, man merkt, okay, ich weiß, ich sehe gerade dulli aus oder ich weiß, ich sehe gerade dumm aus. Ihr braucht mir nicht alle anstarren, ich weiß selber, ich sehe dumm aus. Aber die haben da, also für die war das normal. Das waren so diese typischen, das war so ein typischer Werner 52. Werner 52, ja, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. So ein, so, das ist so einer, der, der weiß, der, warum auch immer, aber der hat immer einen Schraubenzieher in der Hosentasche. So einer ist das. Auch wenn er, der hat einfach immer einen Schraubenzieher in der Hosentasche. So ein Werner 52 war das jedes Mal. Und die hatten einfach so eine Gasmaske. Und jetzt auch nicht diese kleine, sondern so wie Kapi. Und sind einfach einkaufen gegangen und es war selbstverständlich für die. Also, keine Ahnung. Gasknarre, denk nicht, dass ich Spaß mache. Flüchte in der A-Klasse. Bra Musik, fick alles aus Prinzip. Bra, ich mach Profit, roll im Lambo Anthrazit. Video ist heftig, auch die Szenen hier. Das sieht schon heftig aus, eine coole Szenerie. Bra, ich mach Profit, roll im Lambo Anthrazit. Ja, der Bra hat Appetit. Hey, Stili, Kaffa, Herro. Bitch, Raffaello, Gucci, Caballero. Ich bin Freunde, kleiner Funfact, ich habe noch nie in meinem Leben Raffaello gegessen. Ich bin allergisch dagegen. Rest in peace. Ukraine, ich trag keine Grits und Schwanz. Deine Crips und Bloods machen sie zu Platz. Kapi ist dagegen, fick den Rest, ach je. Ja. Weil ich löse ja auch wie Nescafé. Ja. Ich finde, er ist in den letzten Videos auch so sausympathisch, wenn er immer in die Kamera lacht. Oder auch die Adlibs, dieses Lachen jetzt. Ich weiß es nicht. Ich finde den Song geil. Ich finde den Song, weil er nach vorne geht und pusht, ist natürlich jetzt von Einsam an der Spitze das komplette Gegenteil, ja, weil es einfach dieses Pompöse ist, dieses ich bin der Krasseste, der geilste, bam, aber gut umgesetzt und nicht auf 20 Melodien und 80 Mal Autotune, sondern halt dieser Verrückte, es erinnert mich schon fast so ein bisschen an Joker Bra manchmal, dieses Verrückte, aber trotzdem noch dieses vom alten Kapital Rustikale mit reinge, alles in den Topf reingeworfen und mal wie Papa Schlumpf hier den Zaubertrank umgemischt. Finde ich gut. Oh, das ballert schon. Ey, fand ich gut, fand ich stark. Ich hab zugehört, Bruder, ich hab alles zugehört. Ich hab's aufgeschrieben und notiert sogar auch. Alte Kapi, redet alte Kapi hier, alte Kapi da, Digga. Wenn du spielst, ist jetzt alte Kapi, morgen ist der neue Kapi. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe das auch immer wieder gesagt, ich möchte den alten Kapi. Oh, das erinnert mich an den alten Kapi. Aber es ist ja eigentlich schlecht oder dumm, wenn man sich nicht weiterentwickeln würde. Und das, was damals funktioniert hat, funktioniert jetzt heute auch nicht mehr komplett. Aber ich finde gut, dass er sich ein bisschen mehr ausprobiert, ein paar neue Styles versucht und auch Elemente von früher wieder aufgreift, aber trotzdem was Neues draus macht. So. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Song, der irgendwie, ja, wie, er beschreibt es gerade am Ende eigentlich schon perfekt. Mittags ist der neue Kapi. Ich finde, er hat es am Ende perfekt beschrieben. Weil, das Like das ist auch krass, weil man immer im Hinterkopf hat, oder man sagt ja immer, früher war alles besser, so bla, aber wenn man das denn wirklich so hat, dann ist es nicht mehr so geil, wie man das in Erinnerung hatte. Die Erinnerung ist viel geiler, als es eigentlich war, sage ich mal, ja, und deswegen, das Endstatement fand ich sehr, sehr stark, wo er gesagt hat, ja, alte Kapi hier, neue Kapi da, ist es der alte Kapi, mittags bin ich der Kapi, da bin ich der Kapi. Er soll machen, wo er Bock hat, aber ich finde es gut, dass er sich ein bisschen ausprobiert und jetzt auch wieder sowas kam. Ich bin sehr zufrieden, Freunde. Ich bin sehr zufrieden, was soll ich euch denn sagen? Ich will euch ja auch gar nicht anlügen, ja? Ich bin sehr zufrieden, einfach. Freunde, lasst mir gerne eure Meinung jetzt in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, im besten Fall natürlich, ja? Und wir sehen uns. Ciao.